Grundlage von diesem Projekt Human sind die Menschenrechte. Das sind 30 Artikel wie ein einziger Sehnsuchtskatalog. Ich habe dann entschieden, 11 Essenzen herauszuwählen. Und das habe ich vertont in 11 Stücke plus Geburt und Tod, so als Lebenskreis sozusagen. Und jetzt ist die Musik da. Das ist die Grundlage dann für die Choreografen. Und die werden dann mit Jugendlichen vor allem arbeiten und das in Community Dance umsetzen, sodass dieses Thema Menschsein, Human, nicht nur Musik ist, sondern eben dann mit dem ganzen Körper ausgedrückt wird. Wenn man natürlich jetzt dieses große Thema Menschsein versucht, in eine Musik auszudrücken, dann sind ja alle Facetten möglich. Ich war sehr froh, dass wir schon früh entschieden haben, dass wir mit großem Orchester arbeiten, sodass die unterschiedlichsten Klangfarben möglich sind. Wenn man zum Beispiel dann ein Thema hat wie Freiheit, dann muss natürlich auch die Unfreiheit vorkommen. Dieses Gefangensein und das auszudrücken in der Musik, das war eine große Herausforderung. So it's a big piece of an hour long. It's a long journey. It's not so much a storyline as a circle of emotions, starting from birth and ending in death, but not with death being something tragic. This is about human existence as one circular whole. The movements are sometimes very uplifting, happy, catchy dance music, sometimes darker, more turbulent emotions about human struggle, and of course also sometimes reflective, calm beauty. The music is very sincere. It draws on a variety of styles, but always feels like he's writing it very honestly. The music covers all these different aspects of human existence, you know, from the most basic things, love, recreation, a sense of community. Großes Thema ist natürlich Heimat. Dort jetzt in der Musik das auszudrücken, war für mich wichtig, dass da die Heimatlosigkeit auch vorkommt. In Anbetracht von so vielen Flüchtlingen, die es gibt, ist natürlich die große Sehnsucht von jedem Menschen, denke ich, irgendwo beheimatet zu sein. Und musikalisch habe ich das ausgedrückt durch ein Glockenspiel, was für mich wie so eine Spieluhr ist, so eine Kindheitserinnerung. Das kommt gleich am Anfang. Und dieses Thema kommt immer wieder im Verlauf des Stückes, aber wird dann verzerrt oder kommt dann in den Moll oder gedehnt und so weiter. One of the most beautiful is love. It's so mellow and calm and gently infectious, this sort of Latin rhythm, the muted piano, the slightly klezmer-style clarinet. It makes me smile. Bei dem Stück Community war die Idee, dass alles, was man in den Menschenrechten ausgedrückt findet, eigentlich wie so eine Art Sehnsuchtskatalog ist. Wir könnten doch eigentlich anders zusammenleben. Und wenn das gelingt, dann wäre das sozusagen das Idealbild von Gemeinschaft. Insofern ist dieses Musikstück so aufgebaut, dass es leise anfängt, wie so eine sehnsuchtsvolle Ideal, aber noch ist es nicht da. Und dann wird es immer mehr mit Leben gefüllt und am Ende ist dann die Fülle da. Und damit ist eigentlich dann dieses Stück Human auch zu Ende. Und das allerletzte Stück ist dann der Tod, also aus dieser Gemeinschaft herausgeholt zu werden.
I love the piece Community, the final piece, and it's a kind of very subtle climax, which I thought was an interesting choice. And there's just something about this very, very simple chord progression, something like... Der Traum, der jetzt mit diesem Stück Human verbunden ist, ist, dass es viele Menschen erreicht, vor allem junge, Jugendliche. Dass es sie einlädt, sich zu beschäftigen. Wofür lebe ich? Wie möchte ich mit anderen zusammenleben in aller Unterschiedlichkeit? Ich habe jetzt kein Ziel, dass es irgendwo an konkrete Orte hingeht, sondern das kann an Schulen, an viele kleine Orte, vielleicht auch an Orte, wo Menschen sind, die nicht so viele Chancen in ihrem Leben haben, dass die durch so ein Kulturprojekt abgeholt werden, ermutigt werden, wirklich zuversichtlich ins Leben zu starten. Human. 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 Anthropos. Mensch. Människa. Ningen. Humano. Human.